heute in der Landesschau. Der hatte irgendwann keine Lust mehr, über die Hälfte seines kleinen Budgets als Student für eine Einzimmerwohnung in Stuttgart auszugeben. Das ist verständlich. Er hat dann beschlossen, ich brauche keine Wohnung, ich steige um in die Bahn. Und lebe im Zug. Andreas Rumpf wagte das Experiment. Er kündigte seine Wohnung und kaufte eine Bahncard 100. Ein ganzes Jahr fuhr er quer durch Deutschland. Dabei schlief er nicht nur im Zug, er lernte dort auch für sein Studium. Der Streckenplan war so ausgetüftelt, dass er für wichtige Vorlesungen an der Stuttgarter Uni war und bei Freunden auch mal übernachten und duschen konnte. Nebenbei ging er auch noch jobben. Klingt irgendwie ziemlich kompliziert, war aber das genaue Gegenteil, sagt der 28-Jährige. Es war eine super Zeit. Jetzt ist er bei uns in der Landesschau. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Wäre das so ein Ambiente, wo Sie auch sagen würden, ach, vom Arbeitsplatz würde ich mich gar nicht wegbewegen, warum nicht hier einfach pennen und wohnen oder so im SWR? Ja, also man braucht nicht viel zum Lernen oder hinlegen geht sich auch. Das lässt sich machen überall eigentlich. So kompliziert ist es nicht. Eine der ersten Fragen jetzt gerade eben hier auch von unserem Studioteam war, als wir diese Fotos gesehen haben, wie so ein bisschen zusammengekauert da im Zug liegen. Ist das bequem oder ist man nicht völlig gerädert nach so einer Nacht im Zug? Naja, also alle 3 Tage braucht man schon mal ein bequemes Bett. Aber das war dann zu organisieren irgendwo bei Freunden oder Familien im Bundesgebiet. Aber wie oft schläft man nicht vorm Fernseher ein, wenn es mal ganz spät wird? Und man lebt trotzdem danach. Also man fühlt sich dann schon ausgeschlafen, wenn man mal eine Stunde schläft und dann kann es weitergehen mit irgendeinem anderen Programm. Sie sind ja auch noch jung, da hat man vielleicht noch eine etwas andere Energie. Aber nochmal zur Idee überhaupt. Ich sagte, es ging zum einen um die Kohle, dass Sie gesagt haben, das ist Wahnsinn, was man zahlen muss. Investiere ich doch lieber in diese Bahncard 100. Die hat wie viel gekostet oder kostet wie viel? 4.090 Euro. 4.090 und dann kann man ein Jahr für Umme, also nicht für Umme, weil man muss ja diese 4.000 Euro bezahlen, genau. Aber dann hat man freie Fahrt. Genau, das sind 11,21 Euro am Tag, aber inklusive noch die City-Nutzung. Also ich kann in der Stadt noch zu einer Adresse hinfahren und wieder zurück. Und das habe ich auch sehr gerne genutzt. Stellen Sie sich vor, Sie sind in irgendeiner Stadt und Sie wissen nicht, ja, muss ich jetzt ein 12-Stunden-Ticket nehmen oder ein 3-Zonen-Ticket. Das war mir alles völlig wurscht. Ich bin dann einfach gefahren. Das war das Schöne daran. Haben denn die Schaffner, vielleicht haben Sie ja sogar ein paar des Öfteren gesehen, Sie nicht irgendwann auch darauf aufmerksam gemacht, junger Mann, hier ist jetzt Endhaltestelle, schlafen ist nicht, steigen Sie bitte aus? Ich hatte es mal im Gastronomiebereich, also es gibt ja gute Restaurants in der Bahn. Und dann war ich von Dresden nach Wiesbaden unterwegs. Eine Station vor der Endhaltestelle Mainz wollte ich dann noch was essen. Die haben ein bisschen komisch geguckt, aber ich habe noch was bekommen, hat gut geschmeckt. Sie können ja, also wenn Sie das behaupten, ich fahre auch recht oft mit der Bahn und war in den angesprochenen Restaurants. Wenn Sie so darüber sprechen, könnten Sie fast Werbung für das Unternehmen machen. Haben die schon mal nachgefragt? Nee, ich bin auch nicht so aufgefallen. Also ich war ganz oft im DB-Lounge-Bereich in Stuttgart, aber ah ja, man sieht sich, man kennt sich, aber groß ausgetauscht haben wir uns nicht. Nee. Sie sind im Grunde genommen mit dem Bahnfahren aufgewachsen oder schon recht früh auch mal alleine gefahren. Mit 7 Jahren ging das los. Was war das für ein Erlebnis damals? Ja, das war großartig, mal die Schwester in Rostock zu besuchen, die da studiert hat. Und damals sind wir einfach zum Fahrkartenschalter gegangen und haben 30 Mark Tickets gekauft und dann ging es los. Und das ist heute kompliziert, es geht nicht mehr so. Einfach mal los für 30 Mark, 15 Euro durchs Bundesgebiet. Ja, vor allen Dingen als 7-Jähriger, darf man ohne Begleitung überhaupt? Nee, es gab eine Begleitperson, aber die habe ich gar nicht gefunden und es ging dann doch irgendwie. In Hamburg musste ich umsteigen, da hat mir jemand geholfen, Fahrgast, und so kam ich an letztendlich. Also hat alles geklappt. Ich wiederhole das an der Stelle nochmal, weil es so unglaublich klingt. Sie waren ein Jahr lang wirklich in der Bahn unterwegs, aber eine wichtige Rolle, haben Sie auch schon angedeutet, haben Freunde und Familie gespielt. Ihre Schwester wohnt mittlerweile in Frankfurt und das war auch so eine Anlaufstation alle paar Wochen oder alle paar Tage. Wie hat das funktioniert? Na, ich hatte einen Schlüssel und ich hatte auch sonntags dann zu tun. Da hat er gearbeitet bei meiner Schwester in der Suppenküche, die Suppe verkauft in Frankfurt mit dem Foodtruck. Und da habe ich dann auch wieder Leute kennengelernt, wo ich übernachten könnte. Und dieser Schlüssel, der hat mir aber auch die Möglichkeit gegeben, in 20 Minuten mal, die ich an Umsteigezeit hatte, zu duschen. Oder einfach mal zusammen mit meiner Schwester zu frühstücken. Das würde mich sonst von der Heimat 15 Euro kosten, da mal spontan hinzufahren. Also nur wegen Frühstück konnte ich mal hinfahren. Das war super.
Ich merke, Sie haben das schon auch von der finanziellen Seite betrachtet. Sie haben das alles ganz genau ausgerechnet. Sie studieren Luft- und Raumfahrttechnik. Das hört sich nicht unkompliziert an. Sind Sie in diesem Jahr studiumstechnisch weitergekommen oder können Sie dieses Jahr komplett abhaken, das Sie im Zug ja auch gelernt haben? Ja, ich war tatsächlich ein bisschen organisierter, weil der Tag für eine schöne Reise, wenn es dann mal weit durchs Bundesgebiet gehen soll, mit einer langen, am Stück stehenden Strecke, dann muss ich früh aufstehen. Mhm. Und hatte dann 4-5 Stunden bis nach Berlin. Und diese Lernzeit in dem ruhigen Zug, wo die meisten schlafen wollen, also es hat mir was gebracht und ich habe auch ein paar Prüfungen mehr geschafft. Das heißt, Sie waren effektiver, weil Sie unterwegs waren und Ihre Ruhe hatten? Ja, genau. Und etwas Organisation, die ich durch die Fahrzeiten hatte, ja. Thema Bekanntschaften. Ich weiß, also in den Zügen auf langen Reisen kommt man vielleicht mal ins Gespräch. Bahnhofsgegenden sind ja, sage ich mal, von sehr verschiedenen Menschen durchaus bevölkert. Mhm. Wie ist Ihnen das da so ergangen? Was haben Sie für Leute kennengelernt? Einmal musste ich tatsächlich rennen am Frankfurter Hauptbahnhof. Da wurde ich nur nach der Uhrzeit gefragt und dann habe ich vielleicht nicht richtig die Uhrzeit gesagt und musste ich ganz schnell rennen. Aber das Bahnhofspersonal hat dann schnell die Situation geklärt. Aber es gab auch sehr schöne Begebenheiten. Oder einfach an Bahnhöfen, die noch nicht für Behinderte oder für Kinder mit einem Kinderwagen umgebaut sind, ja, einfach mal zu helfen. Also es waren auch schöne Situationen, wo ich alten Menschen am Automat helfen konnte. Also es war ein Geben und Nehmen. Besonders bei Ihnen auch. Sie haben sich, anders als gerade viele junge Menschen, nicht in Ihr Smartphone zurückgezogen, die ganze Zeit drauf geguckt, sondern Sie haben gar keins. Und deswegen war Ihr Blick oft eben oben herum. Und da sind Zeichnungen entstanden. Ich würde ganz gerne mit Ihnen mal auf eine Zeichnung schauen, die er uns mitgebracht hat. Was sehen wir da? Was hat Sie zu dieser Zeichnung inspiriert? Ah ja, das ist jetzt ein Oberammergau. Da bin ich einfach mal dorthin gefahren, weil es ja möglich war. Und sonst würde man da 3 Tage hinfahren am Stück, damit es auch wirklich lohnt. Aber ich bin einfach mal für ein paar Stunden oder für einen Tag hingefahren. Und das sind die Schnitzerschüler, die ich mal schnell skizziert habe, die gerade am Modellieren sind. Und natürlich könnte ich auch in Stuttgart einen Zeichenkurs machen. Aber da hatte ich das einfach verlagert und war in Oberammergau und habe mit denen Zeichnen geübt. Jetzt machen Sie im Sommer die Prüfung, dann Job. Sie haben mir aber auch schon verraten, dass es eventuell eine nächste Reise geben wird, auch wenn nicht ein ganzes Jahr lang. Ich wünsche Ihnen auf dieser Reise auch wieder viele spannende Begegnungen. Ich bin ehrlich gesagt geflasht und es rattert bei mir, ob man nicht sowas einfach mal machen sollte. Ein Jahr mit dem Zug durch Deutschland. Andreas Hohm, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Landesschau. Mhm.